So, ihr Lieben, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Heute nach langer Zeit mal wieder. Anna Achtuba. Hoppala. Also, ab geht es hier. Ab Anna Achtuba. Gerade hier auf der Rückseite gelandet und die geübten Achtuba-Angler werden den Spot ja auch schon direkt erkennen, wo ich hier gerade so hinrenne. Ich war lange nicht mehr hier und ja, probiere jetzt hier in dieser wunderschönen besagten Störkurve heute mein Glück auf dicke Brocken. Allerdings nicht mit dem Grundangeln, Alden, sondern auf Wels mit dem Spinning. Der Spiro TV heute im Chat, Alden, der sagte, Alter, heute schön hier Welse gezogen auf dem Minnow und da gucken wir uns das Ganze auch gleich mal an. Ich baue mal eben das Set zusammen und dann schmeißen wir mal raus hier die Köder. So, und damit ist das Setup zusammengebaut. Ich teste hier einfach mal auf Texas Rig. Was habe ich für Infos bekommen? Ich habe bekommen die Stelle, ich habe bekommen den Köder und ich baller jetzt einfach mal raus. Ich bin sehr gespannt, ob da was geht oder ob da nichts geht. Für alle die, die schon mächtig auf dicke Welse angeln, die sagen wahrscheinlich, Alter, wie baust du das Setup zusammen? Was hast du denn da? Warum hast du nicht und warum machst du nicht? Ich bin kein gewaltig Großfischangler, kein Welsangler und so. Ich habe keine Ahnung, beziehungsweise doch, ich weiß, dass man es besser irgendwie anders zusammenbaut. Ich glaube, man sollte auch nicht zwingend mit dem Vorfach angeln und so ein Gedöns. Und am besten irgendwie solche Spielchen mit Bremse zu und all sowas. Ist nicht so ganz meins. Ich teste das ein bisschen. Ich hätte wirklich Bock auf ein paar schöne, dicke Drills. Nehme ich gerne mit. Gerade auch hier in dem Bereich, wo der Fisch vielleicht nicht ganz so abhauen kann. Hier in dem Seitenarm. Das wäre natürlich nicht so schlecht, wenn hier ein paar Welse reinrasseln. Gewicht hat er geschrieben, zwischen 15 und 40 Kilo. Also zack, da geht auch was rein. Also recht human, finde ich ganz okay. Und das ist für mich eigentlich genau die Gewichtsklasse, die mich halt interessiert. Da haben wir den ersten kleinen Wels. Zack, 4 Kilo, 3,8. Finde ich schon gut, reicht mir bisher. Und so kann das gerne weitergehen. Gerne schön so ein paar Welse. Gerne so auf Akkord sozusagen. Einfach ein paar kleine oder mittlere Welse mit einer hohen Frequenz. Das ist einfach geil. Und da muss ich sagen, da ist, glaube ich, der Wels auch absolut oder läuft ziemlich unterm Radar, was die Kohle angeht. Da kann man eigentlich ganz gut Kohle mitmachen mit den Brocken. Man hat halt immer das Risiko, dass er eben von bis. Es können eben auch die richtig dicken Bänger da reinsteigen. Und die will man ja eigentlich nicht. Also manche, die da vielleicht mit einem passenden, dicken, fetten Setup unterwegs sind, Baitcast-Setup, die prügeln die alle raus. Aber ich glaube, so ganz hart den Drill, den will ich gar nicht. Das will ich gar nicht, ey. Ich bin gerade jetzt schon mal ganz froh, also von der Kombi mit der gelben Perle hat das geklappt. Der erste Fisch ist dran. Vielleicht ändere ich gleich nochmal die Jig-Montage. Ich bin jetzt hier gerade mit Texas unterwegs. Vielleicht reicht auch die normale Jig. Könnte auch sein. Gucken wir mal. Ich probiere noch ein bisschen rum. Und wenn sich hier was tut, bin ich natürlich direkt wieder dabei. Und ich muss gar nicht erst, ich bin direkt dabei. Ich gehe gar nicht erst weg.
Oha. Naja, immerhin maßig. Zander mit 1, Kilo. Kann man mitnehmen. So, aber nu. Bam, Alter. Und da geht er rein. Und da geht der erste rein, der auch ein bisschen Gewicht hat. Gucken wir mal, was wir da haben. Wenn es gerade schon Zander gebissen hat, ist das ja auch ein ganz gutes Zeichen. Nehme ich ja auch gerne mit. Schön große Zander. Aber da haben wir den nächsten kleinen Zielfisch. 6,7. Es wird mehr und sie werden größer. Wie das dann erstmal in der Nacht wird, ne? Alter! Und das war natürlich abzusehen. Irgendwann in der Nacht wird es reinrasseln. Machen wir erstmal Licht an hier. Irgendwann in der Nacht kommen die dickeren Brocken. Und da haben wir den ersten. Schönes Ding. Wir haben gerade kurz vor 10. Bisschen Kleinkram ist noch gerade reingegangen. Aber hier geht es jetzt gerade los mit dem ersten etwas dickeren. Guck mal, wie weit ich die Bremse hoch machen kann. Solange es dann nicht mehr klackert. 26 und immer noch nicht im roten Bereich. Das ist schön, das ist immer noch ein gutes Gewicht für mich. Finde ich perfekt so. So darf das sein. Da ziehen wir erstmal schön ein bisschen was durch. Ja, fürs Welsangeln ist die Nacht natürlich besser. Ganz, ganz klar. In der Nacht, da lübt der Wels. Erstmal ordentlich hier ein reingebecher. So, apropos ein Reinbecher. Erstmal schön hier einkurbeln. So. Nach einem langen Tag im Stream. Erstmal ein ordentliches Jever-Fun gönnen hier, Alter. Ah, übrigens kein Placement oder sowas. So. Aber ich habe schon wieder Durst. Und hier im Raum habe ich schon bald wieder 30 Grad. Und draußen schneit es. Kannst du nicht ausdenken, so was, ey. Alter, Wels, ne? Ist irgendwie ja schon geil. Da kommt er schon. Da war schon was zu sehen. Ist schon geil irgendwie, ne? Da ist er schon zu sehen. Da ist er schon zu sehen. Alter, guck mal. So geil. So, jetzt raus hier mit dem Kescher. Bäm, Alter, 22 Kilo. Gut, guck mal, in der kurzen Zeit, ey. Zack, 22 Kilo. So, wieder raus damit. Und entspannt. Ich habe jetzt hier vorhin in Richtung von dem großen Baum hier geworfen. Jetzt werfe ich mal weiter so ein bisschen daneben. Aber ganz entspannt. Logger durchjiggen. So, weiter geht's. Na, und dann geht nochmal einer schön hier in den frühen Morgenstunden rein. Ja. Hat ein bisschen Gewicht. Sehr gut. Pumpen wir hier auch ein bisschen ran. Aber das sieht gar nicht so ganz fett aus. Ja, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden damit. Das sind alles hier ein paar schöne Brocken. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen getestet. Noch mal eine andere Montage dran gemacht. Die einfache Jig-Montage einfach noch mal getestet. So, komm mal ran hier. Einfache Jig-Montage. Ich kann noch ein bisschen höher gehen von der Bremse. So. Ich kann auch einfach wahrscheinlich ein bisschen laufen, ne? Ah, wobei so richtig gut klappt das gerade nicht mit dem Laufen. Da zieht er doch zu sehr in der Bremse. Man muss ihn ja auch nicht super schnell rausprügeln, den Wels. Es ist halt ein großer Fisch. Es ist eine träge Masse, die man da durchs Wasser prügelt, Alten. Von daher ganz entspannt. Aber ich glaube, er kommt schon wieder. Da ist er. Der sieht ein bisschen kleiner aus als der letzte große. So. Na komm. Nee. Nee, nicht abhauen. Nö. Och nö, nu sag doch mal, och nö, Alter, nu haut er ab, nu hat er sich umgedreht, ich bin aber auch ein, jetzt muss ich den ganzen langen Brocken erstmal wieder umdrehen, so,
Und dann wieder, wenn der Kopf in die richtige Richtung zeigt, dann wieder dran ziehen. So. So, in die Richtung guckt er jetzt. Sonst hauen die einfach zu sehr ab, ey. Da hat er sich jetzt aber erschrocken. 27er, 28er Bremse. Und jetzt gib ihm hier. Und jetzt wieder ein bisschen ziehen. Und wieder ein bisschen ziehen. Kaum Energie. Ich müsste schon wieder was trinken. Zum Glück hatte ich hier nochmal auf die 5 meine Getränke gelegt. Mal schön den Speeden rein. So. Zuletzt noch drauf gehabt vom Lachsangeln. Die Lachse lüppen ja immer noch am Volcho. Und bei großen Fischen, da macht das schon Sinn, irgendwas, was Energie gibt, auf dem Shortcut zu legen hier. So, aber nu kommt er ran hier. Der war, wie gesagt, gar nicht so groß. Jetzt hat er natürlich gerade die Chance gehabt, abzuhauen. Und wenn die erstmal ins Rennen kommen, ins Schwimmen, dann muss man die natürlich auch erstmal wieder gebremst bekommen. Vorteil hier an dieser Stelle ist natürlich auch nochmal, man kann wirklich von die schön nach oben ziehen. Alter Falter, ey. Der hat aber Bock. Der hat aber richtig Bock. Der ist doch gar nicht so groß, Alden. Der ist doch gar nicht so groß. 29er Bremse. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht fettfinger. So. Schön ziehen. Erstmal den Brocken jetzt hier wieder an die Sonne holen. Und dann schön mit der Schnauze aus dem Wasser am besten an Land ziehen hier gleich. Er wird auch schon langsam müde. So richtig viel Power hat er gerade nicht. In die Richtung darf er schwimmen. Gerne. Da gehe ich doch mit. Da wollen wir ihn ja eh gerade haben. So, schön Stück für Stück. Boot, 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 boot. Der Brocken, ey. So. Hätte ich noch einmal mehr gekurbelt, dann wäre er schon lange draußen gewesen, ne? Aber so konnte er sich nach hinten schmeißen und richtig Gas geben. Wie gesagt, vielleicht hat er auch nur um die 20 Kilo. Da ist er jetzt wieder. Sogar da drunter, ey. Ah, doch. 25, immerhin. Und noch irgendwas hier erreicht. Qualifikationsauftrag Jigging. Ah! Fangen Sie einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 5 Kilo. Mit der Jig-Montage. Ja, erledigt. Das kann man natürlich gerade sehr gut hier. So, ihr Lieben. Reicht aber nur erstmal. Ich würde sagen, wir gucken mal eben rein hier in den Kescher, was denn jetzt die paar Brocken gebracht haben. Und ansonsten hier noch ein bisschen weitermachen. Also, abgefächert jetzt von hier bis hier. Also, einmal die gesamte Ecke hier. Schön abgeangelt und die sind überall hier. Die Welse sind überall. So, gehen wir mal eben verkaufen. So, und wieder angekommen hier. Also, gucken wir mal eben rein. Was bringen denn jetzt hier die Welse? Und da muss ich sagen, alter Falter, 200 Tacken ist doch mal gar nicht so schlecht, oder? Der schwerste, mal eben nach Gewicht, der schwerste war 25 Kilo. Bringt 60 Silber.
Also Leute, Gas geben, schön auf Wels, wenn man so einigermaßen ein Setup hat, mit dem man schon ordentlich pumpen kann, allen rauspumpen die Brocken und mal entspannt auf Wels jiggen. Petri, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal im Livestream oder hier auf YouTube im nächsten Video.